Ardha Kapali Asana, auch genannt Ardha Kapalyasana, ist die halbe Kopfstandstellung. Es gibt sie in zwei Variationen. Fabian zeigt erst die fortgeschrittene Stellung. Aus dem Stehen heraus beuge dich nach hinten, gib irgendwann die Hände auf den Boden, dann beuge dich weiter nach hinten, bis der Kopf auf den Boden ist. Platziere einen großen Teil des Gewichtes auf dem Kopf. Wenn du kannst, kannst du irgendwann auch noch die Fersen heben und wenn das geht, irgendwann mit den Händen an die Fußgelenke fassen. Das ist die fortgeschrittene Variation von Ardha Kapali Asana, das halbe Gewicht auf den Kopf, das andere Gewicht auf den Zehen und eventuell auf den Händen. Jetzt die sanfte Version von Ardha Kapali Asana ist, komme langsam zum Kopfstand, Hände in deinem Kopf gefaltet, Ellbogen auf den Boden. Manche sagen, halber Kopfstand ist, wenn du die Zehen noch am Boden hast. Das wäre jetzt Ardha Kapali Asana. Das kann fast jeder. Oder du beugst die Knie und gibst die Knie zum Brustkorb und hältst die Fersen in der Nähe des Gesäßes. Auch das gilt als Ardha Kapali Asana, halbe Stellung auf Kapali, auf Kopf oder Schädel.